Hallo, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar, ich stelle euch jetzt am besten jemand ab. Genau, dann kann ich euch besser erzählen, was ich vorhabe. Und mein Zimmer fällt direkt auseinander. Es fängt ja schon gut in diesem Video an. Also, ich habe ja schon mal mit euch mein Zimmer aufgeräumt und das kam sehr, sehr gut an. Da habe ich euch so die Basics gezeigt, wie ich mein Drehzimmer hier so ein bisschen ja, von dem Weihnachtskram und so befreie. Das war ja Anfang Januar, glaube ich, irgendwann oder Mitte Januar. Und ich habe aber noch etwas in meinem Zimmer, was so ein bisschen mein Sorgenkind ist, was ich unbedingt noch ausmisten muss. Und zwar diese Kommode hier hinten über meiner Bilderwand. Ihr seht schon, auf der Kommode stehen ein paar Sachen, denn ich habe mir für dieses Video überlegt, dass ich mit euch zusammen mal etwas organisiere und etwas austeste. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Marie Kondo-Methode oder vielleicht kennt ihr es auch noch nicht. Und zwar hat diese Marie Kondo ein Buch geschrieben, ein Bestseller, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die aus China oder Japan kommt. Auf jeden Fall höre ich doch da was, dass man mal in mein Zimmer kommt. Hallo, ja, wenn vom Spaziergang wieder hier ist, muss man auch erstmal ein bisschen ne, hochjoggen. Auf jeden Fall hat diese Marie Kondo einen Bestseller geschrieben und hat sogar eine eigene Netflix-Serie, die heißt Aufräumen mit Marie Kondo. Und diese KonMari-Methode, so nennt sich das, besteht halt aus einer ganz bestimmten Reihenfolge, wie man aufräumt. Ich kann euch das ja mal einblenden, das Bild, was ich hier auch bei Pinterest gefunden habe. Aber da ich ja schon einen Großteil meines Zimmers aufgeräumt habe, beziehungsweise Kleidung kommt nicht in Frage, weil das habe ich schon mal ausgemistet mit euch. Video verlinke ich euch unten. Außerdem Bücher besitze ich gar nicht. Ja, so, das ist leider die Wahrheit. Ich besitze keine Bücher. Und bei Zeitschriften und so, ja, da misse ich immer direkt aus. Dokumente ist alles ordentlich und Kleinkram und alles befindet sich da drin. Das ist nämlich das Schlimme. Genauso wie Erinnerungen. Also die letzten beiden Punkte praktisch befinden sich alles in diesen 6 Dingern hier. Das hier ist ja mein Drehzimmer. Und immer wenn ich irgendwas für DIYs und so kaufe, dann stopfe ich das ehrlich gesagt nur da rein. Das ist so peinlich, wirklich. Also, kann ich das mal zeigen. So sieht's aus. Ich mache mal die erste Schublade auf. Wow, ihr seht schon, alles, was ich mal für Kooperation hatte oder irgendwas anderes, ja, ist hier drin. Genauso hier teilweise, hier war mal Bürozeug drin, das hatte mal ein System. Und zum Teil gehen die Schubladen gar nicht mehr richtig auf. Und ja, da wird es jetzt Zeit für Ordnung zu suchen. Und ich zeige euch jetzt ein paar Tipps, die ich habe und auch ein paar von dieser Methode. Und dann wird das hoffentlich ordentlich. Unser Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall, macht alles in einer gewissen Zeit. Das werde ich jetzt auch tun. Also ich habe mir jetzt ein Ziel von 1,5 Stunden gesetzt. Da muss ich fertig sein. Das kann eigentlich nicht so schwierig sein. Das ist also sozusagen Tipp Nummer 1, damit man auch ein Ziel hat. Weil sonst ist das so endlos. Und wenn man sich irgendwie einen Timer stellt, ich werde mir jetzt auch einen Wecker stellen. Eine Uhr auf meinem Handy. Es ist jetzt 10.18 Uhr gerade. Und ich möchte um 11.40 Uhr eigentlich fertig sein, wenn ich ehrlich bin. Das müsste ich eigentlich schaffen. So, Timer ist gesetzt und jetzt kommt das, wovor mir am meisten graut. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Tee. Nicht Schublade für Schublade, sondern wir räumen jetzt alle 6 Schubladen auf und stapeln das hier irgendwo. Ich muss ehrlich sagen, normalerweise würde ich es so nicht aufräumen, ne? Wirklich nicht. Ich würde mir eine Schublade nehmen, dann alles irgendwie rausnehmen oder irgendwie zur Seite so zusammenschieben, dass es aussieht, als wäre es weniger und dann wäre es das. Aber wir wollen es ja mal ausprobieren. Und ja, das machen wir jetzt mal. What? Ich bin mehr als geschockt gerade. Wirklich, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass all dieses ganze Zeug... Ich glaube, das sieht auf der Klangart viel kleiner aus, als es ist. Mäuschen, das ist eine gute Idee. Stell dich mal. Komm her, mein Schatz. So klein ist der Hund, so groß ist der Berg. Und der Hund kann gar nicht hier gestreichelt werden, ne, mein Schatz? Ja, also, das ist jetzt das Chaos. Und das muss jetzt irgendwie wieder rein, aber halt sortierter. So, und ich habe jetzt einen kleinen Haul für euch, denn ich dachte mir, um das Ganze einfach besser zu sortieren, braucht man Kisten. Auch das ist ein Tipp von Marie Kondo. Am besten alle Sachen in einer Kiste oder in Kisten aufbewahren, damit sie einen festen Platz haben. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich so gekauft habe. Ich muss ehrlich sagen, ich war bei Action und ich war so ein bisschen, ja, planlos. Ich wusste irgendwie auch nicht so richtig, wie viele Kisten brauche ich, wie groß sollen die sein. Ich habe mich jetzt hier für 2 solcher Kisten entschieden. Die kann man halt so zumachen, was ich ganz praktisch fand für Sachen, die man halt nicht so oft braucht. Dann kann man es verstauen, dann staubt das nicht ein. Ich dachte mir, das wäre ganz klug. Die gleiche Kiste habe ich nochmal so in kleiner. Finde ich auch ganz praktisch. Dann habe ich hier noch diese genommen, die sah irgendwie cool aus. Das ist eigentlich ein Kühlschrank-Organizer. Da dachte ich vielleicht so Washi-Tapes und solche Sachen. Ehrlich gesagt, denke ich mir gerade so, diese Kisten reichen nicht ansatzweise. Und ich finde es immer noch krass, dass all dieses Zeug da drin war. Aber wir werden das schon hinkriegen.
Genauso wie dieses hier. Das ist so für Kleinkram. Ich habe auch ganz viele Sachen, so Sticker und alles halt DIY-mäßige Sachen. Und da habe ich mich halt für dieses Teil entschieden. Ich glaube, das ist irgendwie ganz cool. Das ist eigentlich so ein Make-up-Organizer, glaube ich. Ja, oder Schulkram ist hier drauf. Und was ich von Action auch mag, sind hier diese Körbe, die so aus Stoff sind. Ich finde, die sehen ganz schick aus. Da habe ich einmal diese Größe, dann noch einen größeren und einen so ein ja, Paket. Da sind einmal so eine Größe bei und dann noch zwei kleinere da drin. Und jetzt wird das Ganze irgendwie sortiert. Was man auf jeden Fall machen soll, ist, dass man die Erinnerungen als oder so sentimentale Gegenstände als letztes macht. Das heißt, die werde ich jetzt explizit rauslassen und ich weiß ja ungefähr, was ich habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir ein paar Boxen nehmen und das einsortieren und alles, wie gesagt, an Erinnerungen, Fotos und so übrig lassen. Die Sachen kommen nämlich als letztes, das ist auch ein Tipp. Und ein großer Part ist natürlich auch, was wegzuwerfen. Deswegen habe ich natürlich hier meinen Mülleimer und alles, was ich nicht mehr brauche, werde ich auch jetzt definitiv da reinwerfen. Ich mache mir jetzt nicht so Häufchen, sondern ich fange wirklich an, die Sachen einzeln in die Hand zu nehmen und dann einfach irgendwie zu gucken, was ich damit mache. Hier zum Beispiel haben wir Pinsel. Eigentlich total unnötig, total die Platzverschwendung, denn hier sind auch irgendwie 5-6 Pinsel drin, aber ich habe ein riesiges Teil. Das heißt, da werde ich jetzt definitiv erstmal den Müll entsorgen und das Ganze auspacken und dann halt an ihren Ort einsortieren. So, es sieht vielleicht noch nicht so aus, aber ich habe tatsächlich einen Fortschritt gemacht. Ich habe jetzt einige Sachen in diese Kisten einsortiert. Das hier ist alles teilweise Sachen, die halt so lose in die Schubladen müssen. Hier ist alles an Erinnerungen und hier ist alles an Technik und so ein Kram. Ja, ich habe tatsächlich Kleingeld, einen großen Teil Kleingeld und ein paar andere Sachen, die da noch drin sind, aber die werde ich noch aussortieren. Die werde ich nachher mal zum Supermarkt bringen. Wir haben so einen Supermarkt, da kann man sein Kleingeld reinwerfen und dann kommt da halt ein Bon raus und dann kann man damit bezahlen. Also mega gut, weil da sind nur 10 Cent Stücke und so. Und ja, Mülleimer ist auch schon gut voll und ich werde jetzt anfangen, hier etwas einzusortieren. So, nur noch das ist übrig. Hier ist tatsächlich alles frei und die ersten Sachen sind schon da drin. Und das ist jetzt hier wirklich nur noch alles Erinnerungen und ich habe doch noch Bücher gefunden. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, aber ich habe doch Bücher. Das sind jetzt hier alles auch ein paar Erinnerungsbücher, mein Abi-Buch und so. Und unter anderem aber auch zum Beispiel das Buch von Pamela Reif, solche kleinen Kochbücher, noch ein Kochbuch. Das Buch von Jana, das Grumpy Cat. So, jetzt fehlen eigentlich noch die Erinnerungen. Ich habe hier zum Beispiel so Kuscheltiere, die werde ich aber alle mit in die Schubladen verstauen, weil auf dem Dachboden nur so räumen finde ich irgendwie auch doof. Ich habe leider nur noch diese Kiste hier übrig. Da habe ich jetzt schon so Fotos und so Postkarten und so reingeräumt. Und ich denke, da wird es auch darauf hinauslaufen, dass der ganze Rest da rein irgendwie muss. Süß, da war ich mal anscheinend klettern. Niedlich. Ja, auf jeden Fall kommen die hier alle rein. Zum Beispiel auch solche Sachen. Da hat mein Freund mal mir Aladdin-Karten geschenkt und hatte auf dem Geschenk hier diese kleine Wunderlampe. Die Sachen kommen auch alle da rein. Hier zum Beispiel Schutzengel habe ich auch hier drin. Habe ich mal von meiner Mama mal geschenkt bekommen. Die kommen auch mit hier rein. Das Bild ist auch richtig süß. Das ist ein Mandala. Das haben mein Freund und ich mal ausgemalt bei einem Date am Anfang. Was heißt Date? Aber da waren wir, glaube ich, mal essen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da schon zusammen waren. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon. Mama. Das haben wir auf jeden Fall ganz am Anfang mal ausgemalt und das fand ich so süß, das behalte ich auf jeden Fall auch. Genau, und ansonsten habe ich hier noch so Erinnerungsalben und Bücher oder hier aus den Universal Studios, aus Los Angeles was. Das kommt einfach alles mit da rein, auch wenn es ein bisschen sperrig ist. Ich habe tatsächlich noch eine ganze Schublade frei, wo jetzt alles Erinnerungen reinkommen können. Das finde ich richtig cool. Da kommen jetzt auch die Bücher mit rein. Man soll ja eigentlich Bücher separat aussortieren, aber ich habe ja nicht so viele Bücher. Von daher, die werde ich auch nicht weggeben. Wuhu, ich habe es tatsächlich geschafft. Der ganze Boden ist wieder frei und sauber.
11:55 Uhr, also ich habe doch nur eine Viertelstunde länger gebraucht, als ich dachte. Und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Also Schublade Nummer 1 ist jetzt super aufgeräumt. Diese Boxen waren wirklich super praktisch. Hier ist jetzt alles an Deko, DIY-Kram dran, also wirklich random. Hier haben wir eigentlich so Ähnliches. Also auch DIY-Sachen, wie zum Beispiel sind so Federn drin, die ich auch bewahrt habe. Hier sind so Malbücher. Hier haben wir meine ganzen Washi-Tapes. Hier haben wir ganz viele so Dekoblumen, die habe ich jetzt extra nicht hier reingetan, denn hier drin, kann ich einmal aufmachen, ist so ganz viel Bürokram, also Tacker, Locher und all sowas. Hier neben sind jetzt die Acrylfarben und noch so ein bisschen, was ich halt in diese Tüten getan habe, was echt auch mega empfehlenswert ist. Hier unten ist jetzt meine Technikschublade. Hier habe ich so Powerbanks, Kabel, genauso wie hier, Aufladegeräte, Kabel, Stative. Super praktisch, habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist hier mit diesen Klopapierrollen, die Kabel so aufzuwickeln. Als nächstes hier oben haben wir die ganzen Bücher und auch mein Letterboard. Ja, und hier noch ein HPs, diese HP Sprocket, noch ein paar hier extra Fotos und so, meine Instax. Genau, das ist eigentlich so eine Schublade, wo alles halt sehr flach ist, was eigentlich sehr, sehr praktisch ist. Dann hier haben wir, ja, das ist eigentlich so die random Schublade. Ich habe hier eigentlich meine ganzen Handyhüllen, meine iPhone-Boxen, nochmal mein MacBook, die Verpackung davon. Eine Lichterkette, meine Lichterkette, diese lange, die mal hinten in meinem Hintergrund hing. Stoffe für Kissen. Und last but not least haben wir hier unten die Erinnerungsschublade. Da sind die Stofftiere drin, die ganzen Bücher und in der Kiste sind alles so kleinere Sachen, halt diese Engel zum Beispiel, dann Fotos und Postkarten. Und auch das passt perfekt. Ich bin so zufrieden, ich hätte das echt nicht gedacht und ich bin super froh, das erledigt zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit so den kleinen Tipps und Tricks und Hacks von Marie Kondo ein bisschen helfen. Also mir hat es echt total geholfen. Im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, ich hätte das niemals als ausräumen sollen. Aber im Nachhinein ging es jetzt eigentlich ziemlich schnell, wenn man ehrlich ist, etwas über eine Stunde mit allem sauber machen, Müll rausbringen und so. Und ich habe zwischendurch, und ich habe mich jetzt nicht krass beeilt. Und ja, ich kann euch einfach nur empfehlen, ab und zu mal einen Teil im Zimmer anzugehen. Also wie zum Beispiel so eine Riesenschublade und dann einfach alles durchzuziehen. Dann fühlt man sich einfach so viel besser. Und ja, ich freue mich natürlich über Feedback. Ansonsten folgt mir super gerne auf Instagram und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!